Hallo, liebe Freunde von Ahnungslos TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einem Spiel. Ja, verrückt, ne? Auf unserem Kanal gibt es Spiele. Stellt euch vor, wir spielen ein neues Spiel. Ist gar nicht so lange her, wo es rausgekommen ist. 4.3.2021. Es nennt sich Loop Hero. Wir spielen einen Helden, der irgendwie in so einer Art Zeitschleife gefangen ist. Irgendwie sowas. So von dem, was ich gelesen habe. Schon. Ich will nicht zu viel verraten, denn ich habe auch noch nicht so viel reingeguckt. Wir werden gemeinsam starten und das gemeinsam durcherleben. Ist auf jeden Fall ein RPG. Ist in der Regel, glaube ich, selbsterklärend. Die Sterne im Himmel verlöschen. Einer nach dem anderen. Aber niemand bemerkt es. Niemand kann es verhindern. Ich eile an den letzten Ort, an dem es noch Hoffnung gibt. Ich muss es schaffen, bevor es zu spät ist. Der Lärm des Todeskampfes wird schnell verklingen. Die Welt selbst, die Erinnerung an sie, wird vernichtet. Obwohl keinerlei Chance besteht, das alles zurückzubringen, gibt es immer jemanden, der bereit ist, das Unmögliche zu versuchen. Einem Ort ohne Raum, ohne Zeit, ohne Erinnerung. Wo bin ich? Außer diesem Weg kann ich nichts sehen. Mein Kopf bringt mich um. Ich erinnere mich nur an ein Skelett mit einem Stab im Himmel. Diese Dunkelheit kommt von ihm. Hat der Kerl die ganze Umgebung zerstört? Hier nur herumzustehen wird mich nicht weiterbringen, schätze ich. Um zwischen dem Modi Abenteuer, Reise über die Karte und Planung Stopp zu wechseln, benutze den Schalter. Einen Rechtsklick oder die Leertaste. Setz deine Reise fort, indem du die Spielmodi wechselst. Aha. Planung, okay. Gut. Tagesverlauf. Okay. Hoffentlich finde ich irgendeine Unterkunft, bevor die Nacht dann. Falls es so etwas wie die Nacht ohne einen Himmel überhaupt noch gibt. Hier sind wir. Oh, super. Achte auf die Tagesverlaufleiste oben im Bild. Neue Gegner erscheinen gewöhnlich am Ende des Tages. Setze deine Reise fort, indem du den Spielmodi wechselst. Ein lebendiger Schleimklumpen. Ziemlich nervig. Die Dinger verdauen einfach alles, was sie kriegen. Hey, ich habe mich an diesen Kreatur erinnert. Vielleicht muss ich nur meine Erinnerung auffrischen und alles wird wieder normal. Yeah. Reisen, kämpfen und viele andere Aktionen laufen automatisch ab. Kann sie nicht direkt beeinflussen. Okay. Achso. Oh. Es ist schwer, mit bloßen Händen zu kämpfen. Aber ich glaube, in den Überresten dieses Dings ist eine noch nicht ganz verdaute Waffe. Okay. Das ist selbst erklärt. Ich meine, mich zu erinnern, dass in der Nähe ein Wäldchen war. Sind das überhaupt meine Erinnerungen oder stammen sie von diesem Schleim? Hier kannst du Landschaft mit Karten, die von besiegten Gegnern übrig bleiben, ihnen neue Dinge hinzufügen. Dafür ist der Modus Planung gedacht. Zieh die Karte auf einen geeigneten Ort, um dich daran zu erinnern. Cool. Meine Reise vorsetzen. Guck mal, das ist unser Schwert. Coole Sache. Cool. Ein Rattenwolf. Lebendig, hat eine Seele. Reicht aus. Uah. Uah. Okay. Ein Waldrattenwolf. Ich hatte recht. Eine kleine psychische Belastung, ein paar farbenfrohe Bilder und ein wenig Adrenalin. Schon vergisst man alles wie einen schlechten Traum. Oder erinnert sich daran wie an einen schlechten... Verdammt, gut, dass mir niemand zuhört. Wie dir bestimmt schon aufgefallen ist, kannst du im Kampf neue Objekte und Karten erhalten. Einige Objekte und die meisten Karten haben besondere Merkmale. Der Mastergeber Objekte oder Karten hält ganz zu ihre Eigenschaften ansehen. Okay. Vampirismus, 9%. Oh, cool. Wald, ein dichter Wald. Niemand weiß, wer oder was darin lauern könnte. Plus Angriffstempo. Felsen, Stein überwältigen, Anblick verleitet Kraft. 2 TP, 2 weitere TP für jeden angrenzenden Felsen oder Berg. Cool. Wald. Kann ich da nicht hin tun? Okay. Das heißt, den Wald werden wir. Stabiles Holz. Ein Holz. Klotz, der irgendwie trotz des allgemeinen Chaos seine strukturelle Integrität bewahrt hat. Okay.
Und Felsen hier oben. Na schön, da drüben war also ein Berg und hier ist ein Wald. Die Welt ist so gut wie neu. Die Steine und Zweige in meinem Rucksack sind ein untrügliches Zeichen dafür. Gut. Einige deiner Aktionen bringen dir Ressourcen ein, die du später brauchen wirst, aber jetzt noch nicht. Trotzdem solltest du die einsehen. Ja, habe ich da schon. Stein und Holz habe ich. Klingt das schon mal gut. Ich glaube, es wird Zeit, sich ein wenig auszuruhen. Das Spiel ist eine Reise auf einen schleifenförmigen Weg. Entscheidest, wann es Zeit ist, ins Lager zurückzukehren oder die Klauen und Zähne der Gegner nehmen die dir Entscheidung ab. Du kannst dich fast immer zurückziehen, doch eine besondere Animation zeigt dir, wann es sicherer ist. Geh ich ins Lager zurück, indem du die Taste drückst. Okay. Der Gedanke, das Schlachtfeld zu verlassen und in ein bequemes Lager zurückzukehren, schließt dir durch den Kopf. Genau zur rechten Zeit. Das Lager befindet sich direkt um die Ecke. Rückzug. Du behältst alle Ressourcen. Okay. Hier ist es kalt und dunkel. Ein Feuerchen kann beide Probleme lösen. Netter Ort für ein Lager. Jetzt werden auch die ganzen gesammelten Ressourcen nutzen. Wer hätte das gedacht? Du besitzt gerade genug Holz und Steine für ein Lagerfeuer. Das trifft sich gut. Errichte mit der Baufunktion ein Lagerfeuer, wenn du im Lager bist. Drücke die Bauen-Taste. Hey, Bauen. Lagerfeuer. Gut, herzlichen Glückwunsch. Du hast diese nervige Einführung abgeschlossen. Jetzt kannst du eine erste Expedition starten oder auch nicht, wie du möchtest. Klicke irgendwo hin, um die Einführung zu beenden. Cool. Starten. Dieser Weg, alles ist verkehrt, aber ich erinnere mich. Er wirkt wie ein völlig anderer Ort und er ist wieder leer. Haben meine Taten irgendeine Bedeutung? Als hätte ich eine Wahl, falls ich aufgeben und heulen muss, um die Welt zu retten, bin ich der schlechteste Retter aller Zeiten. Legen wir los. Ja, cool. Heißt, jetzt kommt wieder ein neuer Weg, den wir dann wieder neu einrichten müssen, oder wie? Das sieht so aus. Erstmal ein Schleimi-Schleim. Jetzt wie das Leben, flüssig. Los, mein kleiner Held. Laterne. Senkt die maximale Anzahl von Monstern. Okay. Aha. Eine Laterne. Aber jetzt haben wir keine Waffen mehr. Okay. Leifenzähler, beeinflusst die Gegnerstufe, beeinflusst die Stufe gefundenen Ausrüstung. Okay. Vampirschloss. Oh, stopp. Hungrige Augen folgen durch Löcher im Dach, jeder deine Bewegung. Wir kämpfen auf angrenzenden Feldern Vampire zu. Okay. Ah, dann können wir nochmal gegen Vampire kämpfen. Mhm. Ja, so kriegen wir dann neue Gegner und wahrscheinlich dann auch besseren Loot nachher. Noch ein Schleimi-Schleim! Ein Wald! Ein sanftes Blätterrauschen, das Knacken eines trockenen Asses und das Gefühl beobachtet zu werden, bringt alle zwei Tage einen Rattenwolf hervor. Der Wolf kann sich auf ein ganzes Feld bewegen. Okay. Noch ein Schleimi-Schleim! Wiese. Von einem dichten Grasteppich bedeckte Erdboden. Nichts wirklich Interessantes. Denn du bist eine Kuh. Heil zu Beginn jedes Tages 2 TP. Oh. Und hier noch Felsen. Felsen, auch wieder. Und nochmal Stein. Nation. Das ist erstaunlich, aber sie sättigt noch mittlerweile. Okay. Den Kiesel. Ah. Immerhin haben wir schon mal ein bisschen. Ein Berg. 5 TP für jeden angrenzenden. Oh, cool. Das ist schon mal gut. Nee, nächste Schleimi-Schleim. Ah, Spinnenkönigin? Kokon, einseitige Bastion, 8-bandiger Jäger. Bringt einmal am Tag auf einem angrenzenden Feld eine Spinne hervor. Cool. Spinnen. Weiter geht's. Noch mehr Schleim wie Schleim. Ah,
Ein Ring. Konter. Will das auch essen? Ah, wir haben Leben dazu bekommen. Und das ist eine Spinne. Wir brauchen jetzt immer mal eine gute Waffe. Ich hab's gerade gesagt. Schaden 4 bis 6. Konter. Sehr gut. Ein nutzloser Orientierungspunkt in einer ziellosen Welt. 40% Bewegungstempo. Okay. Cool. Das setzt mir dahin. Wiese. Das ist gut. Hahaha. Wie ist denn das schon? Ich meine auch so. Oh, Enemy Level 2. Guck mal, das ist noch ein Berg. Und ein Hain. Dann setzen wir da nochmal hin. Ja, ein bisschen schick aussieht, ne? Wir wollen ja, dass es hier nicht nur Vampir. Also, oh, Rattenwolf! Ah. Okay, das wird langsam runter, 16%. Diese. Oh, jetzt werden schon mal 6 TP geheilt. Wenn ich das die Rechnung jetzt richtig habe. Wenn diese Leiste gefüllt ist, erscheint der Boss des Kapitels auf dem Lagerfeuerfeld. Okay. Oh! Ah, ein Schild! Verteidigung plus 4, Felsen. Also, cool. Was haben wir hier? Regeneration 0,6. Das heißt, ich dann pro Tag. Okay. Gibt's zwei Schleime. Slimey Slime. Ja, ein 3 bis 5. Ne, das ist nicht so gut. Ein. Dieser. Coole Sache. Das ist wieder sicher. Okay. Wir wurden ein bisschen geheilt. Komm und. Sehr gut. Mach den Schleim kalt. Verteidigung plus 3, das ist auch schon mal gut. Aber nicht so gut, wie ich das gerne möchte. Verschwinde, Mensch! Ein Vampir, wo befindet sich dein Land? Falls deine Bauern Hilfe brauchen, möchte ich diese gern anbieten. Kein Land mehr, keine Herde mehr, nur hunderte von Jahren der Leere. Und hunderte von Jahren des Hungers. Rette dich, solange es geht. Ich weiß nicht, wie lange ich einen klaren Kopf bewahren kann. Um welchen hunderten von Jahren redest du? Dein Verstand ist leicht auszutricksen. Mein Hunger jedoch nicht. Er verlangt seinen Anteil. Jeder Schluck, jeder Blutstropfen wird ihn lindern. Zu schwach, aber du kannst mir helfen und ich werde diese zerfallene Welt in Ordnung bringen. Genau, ich tue dies nicht für mich, sondern für alle. Namen des Guten. Also sei dankbar für meine harte Arbeit und lass mich dich einfach aussaugen. Ah. Oha. Slime und Vampir. Oh weh. Oh, den habe ich aber gerade noch so. Vampire besaßen oft unser Land. Sie sorgten für Frieden und halfen unserer Siedlung zu gedeihen. Doch so geht das nicht. Sie sind nur blasse Schatten ihres Führers selbst. Körperlich wie geistig. Anscheinend kann das Blut anderer Kreaturen sie nicht ernähren. Mit dem Hunger war kein Scherz von ihm. Selbst diejenigen, die in seiner Nähe stehen, sind von der Kraft erfüllt, anderen das Leben zu entziehen. Okay, Magieschaden, Angriffstempo, Vampirismus, das klingt gut. Bringt einmal einen Tag.
Okay, ich glaube, das bringt sowieso nichts. Weil wir nämlich bald tot sind. Du verlierst. Komm, glaube ich, nicht noch einmal rum. Reicht aus. Ah. Ah, diese. Oh, ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch überleben. Ha, nicht wirklich. Du bist im Kampf gestorben. Der Tod ist den Gefallenen nicht gnädig, aber bei dir hat er einen kleinen Ausnahme gemacht. Er hat 70% aller gefunden. Okay. Schade. Ich kann es nicht glauben. Hey Leute, der Junge hat es geschafft, zurückzukehren. Überlebende? Weißt du, dass ich nicht mehr alleine bin? Woher seid ihr gekommen? Gibt es noch einen Ort ohne Dunkelheit? Wir wissen nicht, woher wir gekommen sind, oder wir können uns nicht ändern. Die Leute, die du hier siehst, sind nur ein kleiner Teil dessen, was von der Gruppe übrig ist, glaub ich. Du bist ja nicht sicher? Wir sind uns nicht sicher, aber die Schlussfolgerung drängte sich wegen des herrenlosen Gepäcks und der übergebliebenen Tagesration auf. Jedem Tag neue Zeichen der Anwesenheit von Leuten, die soweit jeder hier weiß, nie bei uns waren, als hätten wir sie vergessen. Ihr habt sie vergessen? Genau. Es ist, als würde jeden Tag Leute verschwinden. Und wir würden sofort vergessen, dass sie je existiert haben. Was, als hätten wir den Ort vergessen, von dem wir kommen? Unsere Familien, vielleicht sogar uns selbst. Mein Name ist Jota. An so viel erinnere ich mich noch. Niemand sonst hat ein wirklich besser funktionierendes Gedächtnis. Deswegen weiß ich nur noch so wenig über mich selbst. Alles gerät in Vergessenheit. Aber Moment, sagtest du nicht, ich hätte es geschafft, zurückzukehren? Das heißt, du erinnerst dich daran, dass ich hier war. Ja, deswegen ist es uns so wichtig. Wir sahen dich aufbrechen, aber du wirst fort, bevor wir zu dir gelangen konnten. Hör mal, wir können nicht weiter in die Leere umherziehen. Hier gibt es ein Lagerfeuer und ein paar Schlafsäcke. Ein echter Luxus in diesen dunklen Zeiten. Was meinst du? Oh, natürlich. Ich wäre sehr dankbar, wenn wir uns zusammentun könnten. Ich möchte alles wieder herstellen. Ich habe angefangen, mich an die Welt zu erinnern, wie sie früher war. Ohne andere Leute hat das jedoch keinen Sinn. Es ist zu einsam ohne sie. Sich an die Welt erinnern? Verstehe nicht, wovon du redest. Ich bin zu erschöpft, aber wir wären froh, wenn du uns helfen könntest und wir würden dir mit Freuden helfen. Fordere uns so nicht auf, mit dir zu kommen. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, zurückzukehren, aber für uns wäre es zu gefährlich, die Gruppe zu verlassen. Ich werde euch um nichts dergleichen bitten. Fürs Erste möchte ich nur einen Platz haben, den ich zurückkehren kann. Einen Ort, an dem ich die Stimme anderer Leute hören kann. Okay! Unser Angebot, hier zu helfen, war kein Scherz. Hier sind ein paar Dinge, die Katastrophe überstanden haben und nicht verschwinden, nicht vergessen werden können. Nimm sie, du brauchst sie vielleicht. Cool. Okay, an dieser Stelle werden wir jetzt wohl erstmal ein kleines Päuschen machen. Dankeschön, dass ihr mit mir zusammen Loop Hero angeschaut habt. Wir werden auf jeden Fall weiterspielen. Also ich werde nochmal ein paar Folgen spielen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Loop Hero wieder. Also wünsche ich euch bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.